Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Let's Play SmackDown vs. Raw 2011. Wir sind gerade, hoppala, im Triple Threat Match hier gegen Viktor Kozlov und Chris Jericho bei der Road to WrestleMania vs. Undertaker. Unser Ziel ist also, die Streak des Undertakers zu brechen. Und wenn wir dieses Match hier gewinnen, dann dürfen wir auch gegen den Undertaker antreten bei WrestleMania. Super. Jetzt hatte ich den gerade gekontert, dann kommen die da mit einem Tech-Move, ey. Irgendwie hat Chris Jericho Blut an der Brust, oder? Meine ich das nur? Oder ist die einfach nur extrem rot? Rot gebrannt. Wahrscheinlich eher rot gebrannt. Ich wollte eigentlich Jericho holen. Na egal. Oh! Y2J mit dem Signature. So, der liegt falsch. Ja, dann hauen wir rein. Dann hauen wir rein mit dem Walls of Jericho. Ja, komm. Ah, fuck. Hättest du weitermachen mit den fucking Walls of Jericho. Dann hätten wir nämlich gewonnen. Ich habe gedacht, der wird das durchziehen. Konnte der schon wieder. Deswegen bin ich auch hochgegangen. Aber dann... Geiler Scheiß. Oh, fuck. Ja, jetzt ist vorbei. Ja, yeah, nee, jetzt ist nicht vorbei. Comeback. Fuck. Und Finisher, meine Damen und Herren. Bam. Sehr schön. Oh, fuck. Ich dachte, der würde hochgehen, deswegen wollte ich auch hochgehen. Dann schmeißen wir den mal raus. Denn Kozlov bleibt jetzt ein bisschen liegen. Hoffentlich noch ein bisschen länger. Dann kann ich nämlich in der Zeit... Scheiße, ich Idiot, muss ja halten. Das Ding hier runter. Komm. Nein! Ah, das war eng. Naja, aber momentan sieht es noch so aus. Ich bin hier momentan immer noch der Favorit. Also so nah dran wie ich war bisher noch niemand. Zack. So, jetzt kann ich es auch gerade aufstellen. Wollte ich es eigentlich nicht, aber egal. Komm her, Kollege. Boah. Bam. Nein, jetzt schmeißt er die um. Ich wollte gerade noch einen Move machen gegen Kozlov, aber gut, das ging dann schief. Ja, sehr schön. Wladimir steht schon wieder auf und kümmert da um Jericho. So, und jetzt du auch noch hinterher und dann schauen wir mal, ob die beiden vielleicht draußen gegenseitig aufeinander einschlagen, aber wahrscheinlich nicht, weil ich jetzt schon hoch... Ja, Kozlov, jetzt kommt da rein. Ja, nee, das wird nix. Satz mit X war wohl nix. Ich muss die beiden doch noch ein bisschen mehr hier betüdeln. Denen noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken, bevor ich hier das Match für mich entscheiden kann. Also noch ein bisschen jubeln, das ist immer gut. Jubeln ist immer gut, so. Bam. So. Komm her. Jetzt ein Finisher, der ist jetzt gefährlich, beziehungsweise Signature hat er. Jetzt habe ich aber auch einen. Und bam. So, Jericho, steh mal auf. Und jetzt ein DDT. Kein Konter von Jericho. So, jetzt vielleicht mal die Chance. Super, der Wichser. Der Arsch. Macht er da Flucht aus dem Ring? Mist, ich wollte gerade noch ganz schnell, ganz hoch auf die Leiter und dann runterspringen, aber das ging schief. Das hat nicht funktioniert. Hallo, du Idiot! Ah, gut, so geht's auch. What? Rock Bottom, ey. Was waren das gerade, was wir denn jetzt können machen? Y halten. Ah, zum... Okay. Interessant. Nee, den sollst du rauskicken. Jawohl. Wetten, Jericho steht genau jetzt auf. Ja. So, und jetzt komm, ziehen. Ziehen, ziehen. Ja, das klappt auch wieder nicht. Oder? Jawohl, war das eng. Das war eng. Gerade so geschafft. Oh, fuck.
So, ja. Sorry. Es gibt ein Problem. Und zwar hatte ich jetzt gerade wieder ein Problem mit Raps. Deswegen, also ihr habt ja noch gesehen, wie ich das Match gewonnen habe. Danach kam dann noch kurz diese Sequenz, die immer nach so einem Sieg kommt, indem sie dann gesagt haben, dass ich eine wahnsinnige Bedrohung für den Undertaker wäre. Dann war die nächste Raw-Sendung. Und ich hatte aber kein Match, da ich zu Stephanie gegangen bin. Beziehungsweise zufällig bei Stephanie gewesen bin. Stephanie McMahon, unserem General Manager. Und die gemeint hat, wir würden blass aussehen und so weiter und so fort. Und hat uns deswegen heimgeschickt. Und jetzt kommt das hier. Ja, sorry, wie gesagt, also ich habe momentan Probleme mit Fraps. Vielleicht WTF. Vielleicht sollte ich mal auf DxTory umsteigen oder so. Alter, was ist das denn? Also wie gesagt, wir wurden heimgeschickt. Weil wir krank sind. Und jetzt kommen wir hin. Alles ist in so lilam Licht. Es sieht mir hier alles sehr nach dem Undertaker aus. Scheinbar nehmt uns das ganz schön mit, dass wir hier gegen den Undertaker antreten. Bei WrestleMania. Dann bin ich mal gespannt. Verlorene Seele versus verlorene Seele. 15-Man Battle Royale. Was zur Hölle ist das denn? Was zur Hölle geht denn da ab? Das geht jetzt scheinbar, ja, spielt jetzt wahrscheinlich in unserem Traum oder so. Irgendwas. Oder in irgendeiner Vision oder keine Ahnung. Jetzt bin ich mal gespannt, wie einfach das ist, die rauszuschmeißen. Ah ja, ich muss mal, was nochmal? Wie ging das nochmal, den rauszuschmeißen hier? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, man darf nicht in den blauen Bereich treffen oder sowas war's. Nee, das kann nicht sein. Dann hätte das gerade ganz schön schlecht. Wäre das gerade ganz schön schlecht gewesen. So, komm. Also wir treten jetzt hier an gegen 15 verlorene Seelen. Alter Vater. Komische Sache. Und was für ein komischer Part auch. Zuerst... Oh Mann, geh doch auf den Typen, der drin hängt. Idiot. Ja, genau. So, das hier ist nämlich einfacher. Wie ich finde. So. Also hier weiß ich, wie es funktioniert. Den rauszuschmeißen. Zuerst spackt mein Aufnahmeprogramm ab. Dann Fraps. Und dann kommt das hier mit den verlorenen Seelen. Schon ein merkwürdiger Part. Ah ja, man muss doch da drin treffen. Ja, es ist so gut wie immer möglich. Und wieder hält er sich drin. Aber da stand doch 15 Man Battle Royale. Warum sind es nur 6? Das ist sehr komisch. Naja. Rein mit dir da hinten in die Ecke. Und raus mit dir. Ah, ich Idiot. Drück noch falsch. Naja, probier. Boah. Ach, doch kein Battle Royale. Ein Royal Rumble. Okay, alles klar. Also, meine Damen und Herren, das sind 15 Mann Royal Rumble. Die Musik vom Undertaker und wieder Druide, geil. Also, wir treten jetzt gegen 15 Druiden an, beziehungsweise 14. Ein weiterer ist raus, komm, ihm helfen wir mal gerade. Ah, ne, der ist auch raus. Da werden wir umgekickt. Boah. Nein. Ah, Tie-Up. So, komm. Das gewinnen wir, jawohl. Und raus mit dir. Das werden wir ja wohl hinkriegen. Komm, die anderen beiden können sich auch mal gegenseitig platt machen. Nicht die auf mich konzentrieren, ihr Wichser. So, zack. Raus mit dir. Bin mal gespannt, ob wir das hier gewinnen müssen. Beziehungsweise ob ich gewinne oder ob wir das auch verlieren dürfen. Das ist aber echt schwer, das da. Ah, jetzt haben wir's. Ja, super. Ist krank. Da richtig zu treffen immer. Zack. So, und raus. Der doch nicht. Der andere, genau. So, der kommt jetzt raus. Immer wieder die Musik vom Undertaker, wenn da so ein Druide reinkommt. Wie auch krass. Also das ist wirklich ein abgefuckter Part hier. In dieser Kampagne versus Undertaker. Also da haben sich ja was ganz schön Abgefucktes ausgedacht. Mit den Druiden, Alter. Ist schon krank. Wie ich finde. Ah, scheiße.
Ja, jetzt muss ich wieder hier drin treffen. Hä? Wieso hat sich das jetzt so verschoben? Ja, fast getroffen. So, 10 Druiden sind schon drin. Beziehungsweise jetzt kommt gerade der 10. Das heißt, danach kommen noch 5. Und da geht der nächste. Komm, auf. Relativ einfach, die rauszuschmeißen. Ich glaube, hier kann man fast gar nicht verlieren. Selbst wenn man auf Legende spielen würde und schlecht wäre, weil irgendwie ist das hier, keine Ahnung. Aber ich kann mir jetzt vorstellen, dass ganz zum Schluss als 15. dann irgendwie der Undertaker kommen würde. Traue ich jetzt irgendwie dem Spiel zu, dass sowas passiert. Ja, fuck. Jetzt will der mich hier rausschmeißen, das kannst du aber vergessen. Kollege, das kannst du vergessen. So, der 11. Druide kommt rein. Beziehungsweise der 11., der 10. Druide, der 11. Mann. Hä? Wieso drückt er mich weiter runter? Das ist ja aber voll assi. Ich wollte auch schon sagen. Ich hab den Kollegen fertig gemacht hier. Zack. So, und jetzt kommst auch du raus. Das war's für dich, du Mistri-Druide. Du Mist... Was wollte ich Mistvieh und Mistruide sagen? Dann kam Mistri raus, ja. Du Mistruide. Ist auch komisch in so einem... Das Match ist komplett komisch. Mit der Musik im Hintergrund die ganze Zeit. Kein... Ach, jetzt sehe ich das erst. Druiden als Zuschauer. Das habe ich vorher gar nicht gesehen, Alter. Dass da Druiden sitzen auf den Rängen. Alter, ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist mir gar nicht aufgefallen, ey. Ach, du Scheiße. Ist das ein abgefuckter... Eine abgefuckte Kampagne hier, die versus Undertaker. Brutal. So, wir hauen hier einen nach dem anderen raus. Wie gesagt, sehr einfach. Komm, wir helfen. Geht das flotter. Und, oh, ich dachte, wäre schon raus. So, jetzt hauen wir ihn raus hier. Jawohl, weg ist er. Weg ist er. Gleich kommt auch schon der nächste. Oh, ich hätte meinen Finisher. Dann machen wir den nochmal. Auf geht's. So. Du gehst bitte hinten in die Ringseile. Also nicht. Zack. Und raus mit dir. So, also nur noch ein paar und dann haben wir es auch schon. Ist zwar irgendwie eine coole Idee, wie ich finde, aber 15 Mann war ein bisschen zu viel. Ein bisschen übertrieben, weil es jetzt irgendwie schon langweilig. Ah, sehr schön. Jetzt ist der mal nicht unten, sondern steht auf dem Apron. Und dann ist das gleiche Spiel. Und nicht das Blöde da, wenn er auf dem Apron liegt. So, es sind nicht mehr viele, meine Damen und Herren. Nur noch 2. Der im Ring steht und der da kommt. Ach nee, Quatsch, 3. Der im Ring steht, der noch kommt und dann kommt noch einer und dann haben wir's. So, ich glaube so langsam, dass ich den Typ rausgeschmissen habe, bevor der andere kommt. Da bin ich alleine im Ring. Wer alleine im Ring steht beim Royal Rumble, der ist der Gewinner. Nee, okay, das stimmt so nicht. Nur mal als Letzter. Es gab ja schon öfter mal, dass jemand alleine im Ring stand. Gab's schon des Öfteren. So, jetzt zu dir. Oh, das ging aber flott. Da hat er mal schnell hochgehoben. Nur einmal die Taste treffen und schon hebt dann hoch. Oh! Ui, da war ich zu langsam scheinbar. Weil mich das verwirrt, weil eigentlich habe ich Y sofort gedrückt. Naja, egal. Egal. Da muss man wahrscheinlich die übelst krassen, mega fetten Reaktionen haben, um den da rauszuschmeißen. Aber gut, eigentlich sind die auch noch alle topfit, ne? Normalerweise bei einem Royal Rumble muss man die eben zuerst mal schwächen, bevor man die da rausschmeißt. Und ich kann die Typen einfach so rausschmeißen. Und diesmal war ich fertig, bevor der andere reinkam. Zack. Kicken wir dich mal. Ach, jetzt fällt der um. Jawohl, eigentlich wollte ich dich nämlich nur... nicht umschmeißen. Bam. Was ist denn los? Hol ihn. Schnapp ihn doch. So, zack. Und der letzte bitte. Alle aussteigen. Hoppala, jetzt habe ich noch verdrückt. Hoffentlich funktioniert jetzt überhaupt. Wenn man den schon mal da in den Seilen hat, soll sich das auch lohnen. Komm, jawohl. Den haben wir auch raus. And here is your winner. Du Scheiße, war das abgefuckt. Naja, auf jeden Fall war es das jetzt erstmal wieder mit Let's Play SmackDown vs. Raw 2011.
outstanding match against Undertaker. The big stage can affect people in different ways, but he got the job done tonight. Ach du Scheiße. Alles klar, also es war echt so eine Undertaker-Geschichte. Also so eine, ja, durch die Angst vom Undertaker quasi etwas gesehen, was gar nicht da ist. Oder etwas anders gesehen. Nichtsdestotrotz, das war's. Bis zum nächsten Mal und tschüss.